Hans Schmid, wie sehen Sie Ihre weitere Zukunft? Ja, wir haben bis Ende Saison jetzt noch 3 Springen, wobei wir jetzt am Donnerstag auf Planitza fahren. Und dann fahren wir nach Ostdeutschland. Und als Krönung von diesem Winter fahren wir nach Kanada, wo wir eine Einladung haben. Und das wird das Letzte sein. Der erste Sprung. Wie war der Anlauf? Ja, im ersten Sprung war der Anlauf verhältnismäßig noch gut gewesen. Nass hat man da drin? Es war nass gewesen, ja. Ziemlich tief, aber trotzdem noch führig. Ja, man hat gesehen, sehr guten Weg. Und dann von der zweiten Hälfte, also die letzte Phase, hätte ich rund bleiben. Dann haben Sie Schmid Ihren zweiten, wie haben Sie dort den Absprung verwünscht? Der wird ja um 7,5 Meter kürzer. Ja, der Anlauf war wahnsinnig unruhig. Man sieht es jetzt vielleicht gerade, wie die Ski auf und runter gehen. Ich selber hatte das Gefühl, es sei noch gut. Ich habe aber auch einen Moment zögert. Und das ist dann das Schwanken kommen mit den Ski. Ist das ein Zögern oder eine Böe gewesen? Ja, ich glaube, es war ein Fehler von mir. Also das Zögern, einfach nicht richtig schön rausgesprungen und in die Lage. Walter Steiner, Ihr Zweit, der ist 89 der Erste und der Zweite 93. Ich wollte eigentlich alles wenigstens noch einen guten Sprung herlegen und habe wirklich. Eigentlich hätte ich einen Alt riskieren, aber ich bin auch mit diesen Ausschlägen bin ich einfach nicht richtig in die Lage gekommen und habe zuerst gedacht, ich habe ihn jetzt voll und auf einmal hat es mich einfach irgendwie abgestellt. Ich habe einfach den ganzen Auftrieb vermisst und ich jetzt das habe bei so einem Flug. Also die Welle im Anlauf. Nach dem gestrigen Tag. Es ging ihm gestern nicht sonderlich gut, aber er hat heute im Probesprung den längsten Sprung gestanden mit 160 Metern. Er hat heute seine Hemmungen gegenüber der Flugschanze abgelegt und ist genauso gesprungen wie auf einer großen Schanze, die er ja wirklich beherrscht, das hat er mehrfach bewiesen. Und weit hinunter, und er steht weit hinunter gesprungen. Zeitlupenwiederholung. 167 Meter, der zweitlängste Sprung in der Geschichte des Skifliegens, soeben gestanden durch Hans Schmid. 167 Meter, nur 2 Meter unter dem Weltrekord. 217 Meter. Aber das bedeutet natürlich, nachdem Hans Schmid über den kritischen Punkt hinausgesprungen ist, dass die Jury zusammentreten muss und das wird zur Folge haben, dass die Rundung hineingesprungen. Es war eine ganz tolle Leistung von Hans Schmid und wir sind froh für ihn.